Guten Morgen, ich möchte euch zu Minigmind Live begrüßen. Das ist das dritte Mal, dass wir es heute durchführen und heute das Thema digitale Schule. Ich glaube, jeder von uns ist in irgendeiner Form in den letzten Monaten betroffen gewesen, sei es als Schüler, indem dass wir irgendeinen Kurs besucht haben, sei es als Lehrer, der sich umstellen musste. Oder dann, wenn diese zwei nicht zutreffen, sicher als Eltern, da unsere Kinder dann eigentlich digital werden mussten, auch in Bezug auf die Schule. Wir werden jetzt verschiedene kurze Referate hören und dann im Anschluss Zeit haben, zu diskutieren. Das Meeting werden wir aufzeichnen. Ich bitte euch, auch wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in den Chat. Wir werden die Möglichkeit haben, es nachher miteinander zu besprechen oder auch wenn ihr interessante Informationen habt zu den Referaten, dann bitte teilt sie, sodass wir eigentlich davon profitieren können, dass das möglichst interaktiv ist. Ich möchte nun nicht länger werden und weitergehen zum ersten Referat. Frido Koch, er ist Leiter IQES-Netzwerke. Das ist eine digitale Arbeits- und Lernplattform für Schule und Unterricht. Er ist auch stellvertretender Leiter Schulentwicklung.ch, Sekundarlehrer und Schulleiter. Also er hat da sehr viel in diesem Thema Erfahrung. Ich bin sehr gespannt auf seine Ausführungen. Darf ich dir, Friedo, bitte übergeben? Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank. Ich hoffe, man sieht jetzt dann meine Präsentation. Ist die zu sehen? Nein, im Moment noch nicht. Jetzt kommt was. Ist leider nicht. Ist ärgerlich. Ich muss das nochmal stoppen, tut mir leid. Kein Problem, das ist auch digital, dass es beim Test klappt und wenn man es dann eigentlich live probiert, dass es irgendwo hängt, das ist kein Problem. Ich hänge hier wirklich fest. Ich kann das sonst einblenden und dann weiterschalten, wenn es nötig ist, die Folien. Genau, Das ich war's. komme, ich habe kein. Ah, jetzt sollte es gehen. Sorry. Voilà. Geht es jetzt? Nein, wir sehen es noch nicht. Noch nicht. Immer noch nicht. Ich sehe Also es bitte. jetzt mindestens. Nein. Ich werde das freigeben. Einen Ja, Moment. dann bin ich froh, wenn Sie das machen. Herzlichen Dank. Ja, ich möchte herzlich begrüßen von meiner Seite auch. Warte erst, bis da die erste Folie kommt. So. Ja, genau, da können wir gleich zur zweiten gehen. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Frido Koch. Ich arbeite, wie schon von Herrn Solberger gesagt hat, für das Beratungsnetzwerk von Schulentwicklung.ch und XOnline. Wir haben etwa 500, 600 Weiterbildungen, die wir im Jahr in der Schweiz an verschiedensten Schulen durchführen, auch im nahegelegenen Ausland. Und Sie sehen auf dieser Folie zwei, drei Sachen zu meiner Person. Und deshalb ist es auch so meine Passion, über Unterrichts- und Schulentwicklung zu sprechen. Ich mache das eigentlich eben das ganze Jahr an verschiedensten Schulen und ein wichtiger Teil in den letzten Jahren ist natürlich der Bereich Bildung digital geworden. In diesem Zusammenhang gibt es ganz viele Herausforderungen vor Schulen und da würde ich gerne jetzt bitten, die nächste Folie einzublenden. Herausforderungen an Schulen sind geprägt durch die gesellschaftlichen Megatrends. Ich habe hier nur einige aufgeführt, aber ich denke, Sie alle wissen, dass die Schulen in einem großen Spannungsfeld stehen.
von verschiedenen Trends, die auf die Schulen einprasseln. Zum Beispiel das Thema Heterogenität, das schon sehr lange die Schulen beschäftigt, die großen Unterschiede bei den Schülerinnen und Schülern, dann auch Werteveränderungen und natürlich jetzt auch eben die Digitalisierung. Und all das zusammen führt insgesamt, das ist so eine Konklusion der Bildungsforscher, auch zu einem veränderten Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler und auch zu einem veränderten Sozialverhalten. Das sind Herausforderungen, denen sich die Schulen stellen müssen. Wenn wir nun auf der nächsten Folie schauen, dann habe ich hier jetzt etwas in die Zukunft geschaut, zusammen gemeinsam mit Oxel Bureau. Er ist einer der bedeutenden Forscher jetzt im deutschsprachigen Raum, wie sich die Bildung entwickeln wird. Und er hat etwa 7 Trends ausgemacht, die Schulen maßgeblich in den nächsten Jahren beeinflussen werden. Und Sie sehen auch hier, der wichtigste Trend ist wiederum gleich zu oberst die Digitalisierung. Die nützt aber wenig, wenn das nicht auch verbunden ist. Und das ist ein Schwerpunkt jetzt in meinem Referat, wenn das sinnvoll eingesetzt wird, zum Beispiel zur Personalisierung des Lernens und zu einer neuen Rolle der Lehrpersonen. Also mit anderen Worten, Digitalisierung wird auch etwas verändern in den Schulen, unter anderem natürlich auch durch die großartigen Vernetzungsmöglichkeiten. Es gibt aber auch andere Veränderungen noch, das sehen wir auf der nächsten Folie, die spielen sich gleichzeitig im Arbeitsmarkt ab. Das Problem, den sich Schulen gegenüber sehen, ist, dass sie heute Schülerinnen und Schüler auf Berufe vorbereiten, die vermutlich auch mit digitalen Bestandteilen zu tun haben, von denen Sie gar nicht wissen, wie sehen die dann aus. Es ist auch nicht klar, wie entwickelt sich, das läuft im Moment sehr rasant. Berufe kommen, Berufe verschwinden und das sind zusätzliche Herausforderungen von Schulen, die bedeuten, dass man an den Schulen auch andere Kompetenzen erwerben muss. Wir sehen auf der nächsten Folie die typischen 4K-Kompetenzen, von denen man spricht in diesem Zusammenhang, was eben Schülerinnen und Schüler erwerben müssen. Im Gegensatz nur zu fachlichen Kompetenzen, wie wir das in unserer Generation noch an der Schule gelernt haben, spricht man eben auch von Kommunikation, von Kollaboration, von Kreativität und kritischen Denken, so als typische 4K-Kompetenzen. Und wenn wir das etwas zusammenfassen, was das heißt für Schülerinnen und Schüler, dann sage ich wiederum auf der nächsten Folie, wenn Schülerinnen und Schüler in Zukunft erfolgreich sein sollen, dann müssen sie in erster Linie flexibel bleiben, um eben diesen Herausforderungen dann sich auch stellen zu können. Das heißt, die Veränderungen in der Berufswelt, wie ich kurz jetzt aufgezeigt habe, oder eben der Digitalisierung. Und das geht nur, wenn Schülerinnen und Schüler lebenslang auch lernen möchten. Die Zeiten, in denen man einen Beruf erlernt hat und in diesem pensioniert wird, sind definitiv vorbei. Man geht im Moment davon aus, dass Schülerinnen und Schüler in ihrer Berufskarriere etwa 6-mal den Beruf wechseln werden bis zur Pensionierung, also die Generation, die jetzt zurzeit zur Schule geht. Das heißt, es braucht viel mehr Motivation und erfolgreiche Lernstrategien und auch fachliche und überfachliche Kompetenz. Ja, was bedeutet das für die Schulen? Auf der nächsten Folie sehen wir das. Ich habe das hier so mal kurz zusammengefasst. Es braucht einerseits Ressourcen, andere Ressourcen und es braucht Freiräume. Das mag auf den ersten Blick vielleicht jetzt etwas erstaunen, aber aus meiner Sicht ist natürlich der Ressourcenteil, den schauen wir jetzt gleich zuerst an, ein ganz wichtiger. Um eben diese Herausforderungen bewältigen zu können, braucht es Ressourcen. Einerseits einmal, um eben die Unterrichtsformate weiterzuentwickeln. Es braucht neue Unterrichtsformate. Der klassische Unterricht allein, der wird sicher noch bleiben, aber es braucht Neues. Dazu braucht es Weiterbildung der Lehrperson, etwas ganz Wichtiges, wo gerade in Zeiten der Pandemie vielleicht jetzt etwas die Zeit gefehlt hat, aber ist ganz wichtig. Und es braucht natürlich auch eine gute Ausstattung an den Schulen. Informatik, ja, das ist ein großes Thema an den Schulen. Wir sehen das an der nächsten Folie. Ich habe da mal eine Umfrage gemacht. Was ist das Wichtigste bezüglich Ausstattung an den Schulen? Und in der Mitte steht ganz fett schnelles Internet. Da sind wir eigentlich ja jetzt in den letzten Monaten auch wieder nochmals vorwärts gekommen an vielen Schulen. Aber das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Das ist eine Umfrage bei Schulleitenden und Lehrpersonen gewesen. Und man sieht da auch noch andere Punkte. Jetzt der zweite Punkt, den ich erwähnt habe,
den sehen wir auf der nächsten Folie. Was heißt es dann eben auch Freiräume zu haben? Freiräume braucht es, um eben auch den Unterricht weiterentwickeln zu können. Genau diese Kreativität aus den 4K-Kompetenzen auch zu leben zu können, innovative Formen zu entwickeln, um eben diese Flexibilität auch zu haben in der Herausforderung, also nicht nur als Schülerinnen und Schüler, sondern auch in den Schulen. Das heißt, zu hohe Reglementdichte behindert hier etwas, damit man eben auch eine gute digitale Ausstattung vielfältig nutzen kann. Und wenn wir jetzt auf der nächsten Folie das nochmals ganz kurz anschauen, dann gibt es hier einen Bildungsforscher aus unserem Nachbarland, aus Innsbruck, Michael Schratz, der sagt, okay, Achtung, der Einsatz von digitalen Medien allein ist noch kein Garant für einen Mehrwert vom Lernen. Ein Fehler, der in der ersten Phase viel gemacht wurde. Deshalb auf meiner letzten Folie nun das Plädoyer, wenn digitale Entwicklung einen Mehrwert bringen soll, dann ist das vor allem beim Personalisieren des Lernens. Lernen soll mehr differenziert werden. Dazu bietet IT die Möglichkeit. Es braucht mehr selbstständiges Lernen, nicht nur, aber vor allem auch mehr selbstständiges Lernen. Solche Schulen gibt es, die diese Formate auch testen. Die sind auch zum Teil preisausgestattet worden. Es braucht diese Geräte, um Wissen zu erweitern, für offene Lerninhalte und vor allem auch noch für Zusammenarbeit und Austausch beim Lernen unter den Lehrpersonen und den Schülerinnen, viel mehr Kooperation auch. Und damit bin ich bereits schon am Ende meiner Ausführung. Diesen Ball wird jetzt mein Kollege von der Swisscom gleich aufnehmen. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und gebe weiter an den nächsten Referenten. Besten Dank, Frido. Sehr interessant. Wie gesagt, der nächste Referent wird Michael Inalborn sein. Er ist Leiter Schulen ans Internet bei Swisscom und schnelles Internet haben wir gehört. Bitte, Michael, übernehmen. Guten Morgen alle miteinander. Bitte verzeiht die kurze Verspätung. Ich hatte ein technisches Problem, das ist natürlich peinlich als Vertreter einer mittelgroßen Telekommunikationsunternehmen, kann aber vorkommen. Herzlichen Dank, Frido, für dieses Setup. Ich möchte auf einzelne Begriffe eingehen, die noch wichtig sind, im Gesamtzusammenhang zu sehen. Also wir reden heute zwar über ICT in der Bildung, aber man muss sich bewusst sein, damit ist der Mist noch nicht geführt. Man muss sich ein paar grundsätzliche Fragen stellen. Also zunächst einmal, wie man zusammenarbeiten will. Diese Zusammenarbeit, die ist in den letzten 15 Monaten ganz anders gewesen als vorher. Und dennoch ist sie eigentlich nicht anders gewesen. Ich will ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wie Swisscom diese Transformation miterlebt hat. Ich bin mittlerweile seit gut 20 Jahren bei der Swisscom und wir haben am Anfang mit Einzelbüros gearbeitet. Heute arbeiten wir in Großraumbüros mit 20, 30 Leuten zusammen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wir arbeiten sehr stark mit digitaler Unterstützung. Und die digitale Unterstützung hat sowohl Vorteile, sehr viele, sehr eklatante Vorteile, hat aber auch gewisse Nachteile. Und diese muss man eben auch zusammen adressieren. In der Kommunikation stellt man zum Beispiel fest, dass die Kommunikation, wenn sie reduziert ist, auf digitale Instrumente, auf digitale Medien, so wie wir das heute machen, hier, dass sie nicht so leistungsfähig ist, als wenn wir im gleichen Raum stehen würden. Wären wir alle im gleichen Raum, würden Sie sehen, was meine Augen machen, ich würde sehen, was Ihre Augen machen, ich würde sehen, ob die einen oder anderen Augenpaare vielleicht schon zufallen. Die Intonation, die Körpersprache und so weiter, das fällt alles weg. Und das ist genauso ein sehr schönes Beispiel, das aufzeigt, dass Zusammenarbeit über digitale Medien nicht nur positive Effekte hat, nämlich wir mussten heute nicht aus dem Haus, um an dieser Session teilzunehmen, sondern eben auch negative Punkte hat. Also wir müssen uns fragen, wie wir zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit einerseits im Lehrerkollegium, im Lehrerzimmer, als die Schule als Institution, als KMU im weitesten Sinne und auf der anderen Seite die Schule natürlich auch als Bestandteil oder als Komponente in der gesamten Gemeinde. Und in diesen verschiedenen Systemen gibt es verschiedene Interaktionen. Da muss man sich zusammen überlegen, wie man kollaborieren will, wie man zusammenarbeiten will. Und denke, was vielleicht ein bisschen überraschen mag, ist,
IT ist nicht die Lösung eines Problems. IT ist ein Instrument, das hilft, Lösungen zu etablieren. Man muss nicht meinen, man könne mit IT, wenn man nur schön viel Geld investiere, irgendein Zusammenarbeitsthema wirklich nachhaltig lösen. IT ist immer nur das Mittel zum Zweck. Und im Zentrum liegt eigentlich die Zusammenarbeit. Und die Zusammenarbeit hängt nicht zusammen mit Computern und Servern und Systemen und APIs und wie die ganzen technischen Begriffe heißen, sondern es sind Menschen. Und diese Menschen müssen, damit dass sie gut arbeiten können, aufgehoben sein, sie müssen sich wohlfühlen, sie müssen den Sachen vertrauen können, sie müssen die Informationen haben, die sie notwendigerweise benötigen zu einem bestimmten Arbeitsschritt und so weiter. Also wie sollen die Menschen zusammenarbeiten? Man hört immer oft, dass die Digitalisierung in der Bildungslandschaft dann vielleicht den Effekt hätte, dass sie entmenschlicht wird. Und diese Gefahr ist durchaus vorhanden, wenn man eben sagt, wir brauchen keinen Klassenverbund mehr, alle Schüler können von zu Hause aus den Lernprozess durchleben. Das könnte man so versuchen, das wird aber sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Es gibt verschiedene Studien, und Frieder Koch wird da sehr wahrscheinlich auch zustimmen, die zeigen, dass insbesondere in der Primarschule das soziale Netz, das eine Schule etabliert, mit ihrem Klassenverbund, mit ihrem Schulhaus, zentral, vielleicht sogar zentraler ist als die Auswahl eines Displays, die Auswahl eines Lehrmittels, die Architektur dieses Gebäudes und so weiter. Also es geht vor allem darum, dass wir den Menschen ins Zentrum stellen und uns überlegen, wie sollen Menschen zusammenarbeiten, wie wollen wir jungen Menschen Wissen vermitteln. Nichtsdestotrotz, es braucht Abläufe, es braucht Infoflüsse, die definiert sind, es braucht Daten, auf die man zugreifen kann, und es braucht Daten, die man zusammen weitererarbeitet. Und eine wichtige Botschaft, die ich heute eigentlich vermitteln möchte, ist Wasser predigen und Wasser trinken oder Wein predigen und Wein trinken. Eigentlich egal, Hauptsache Sie machen das, wofür Sie einstehen, auch wirklich selber. Das heißt, Sie müssen sich als Gemeindeorganisation, als Schulorganisation dieses neue Konzept der Zusammenarbeit mit der Unterstützung von IT verinnerlichen und selber danach leben. Wenn Sie als Schulleiterin oder als Schulleiter oder als Gemeindeschreiber, als Gemeinderat oder Gemeindepräsident IT nicht selber anwenden, ist es sehr schwierig, dann gegenüber Schulen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu argumentieren, dass man sie dort gefälligst einsetzen sollte. Wenn Sie das vorleben, können die Kolleginnen und Kollegen nachfolgen. Dann wird die Akzeptanz viel, viel höher und die Durchdringung wird auch nach vorne getrieben. Also es geht darum, dass man wirklich das, was man behauptet, auch wirklich tut. Und da geht man eigentlich mit einem guten Beispiel voran. Erst nachdem wir über den Menschen, seine Art der Zusammenarbeit und die Instrumente, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, geklärt haben, erst dann kann ICT wirklich einen Mehrwert bringen. Einen Mehrwert bringen, das ist vielleicht auch noch wichtig, im Schulzusammenhang wird der Unterricht durch ICT nicht a priori besser. Kinder werden nicht schlauer, je mehr Bildschirme sie haben. Sie werden nur dann schlauer, wenn die Bildschirme im richtigen Ort eingesetzt werden, wenn digitale Medien dann zum Handkuss kommen, wenn sie einen Mehrwert bieten. Das ist in sehr vielen Fällen der Fall, und diese Fälle sind zum Teil bei den Lehrpersonen noch nicht bekannt. Da braucht es also sehr viel Überzeugungsarbeit, sehr viel Inspiration gegenüber den Lehrpersonen. Und solange das nicht passiert ist, wird es auch immer sehr schwierig sein zu argumentieren, wieso soll ich so viel Geld für ICT ausgeben, wenn der Lerninhalt oder der Lernerfolg nicht besser wird. Erst in einem zweiten Schritt wird der Lernerfolg besser, wenn nämlich Lehrpersonen besser zusammenarbeiten, die richtigen Informationen haben und ICT dort einsetzen, wo sie Mehrwert bietet. Setzen Sie einen großen Schwerpunkt auf die Weiterbildung und auf die Inspiration der Lehrpersonen, die ICT anwenden sollen. Und alles andere wird sich in der Folge bedeutend schneller, bedeutend besser, bedeutend effizienter auch weiterentwickeln.
Das Bildungswesen in der Schweiz ist nicht das günstigste auf der Welt. Die PISA-Studien der letzten Jahre würden eigentlich suggerieren, dass wir das Geld irgendwie falsch einsetzen. Das kann durchaus sein, aber das ist natürlich etwas, das mit mehreren verschiedenen Faktoren zu tun hat. Am Ende des Tages braucht es die Ausgaben, braucht es Mittel für ICT, aber erst am Ende des Tages und nicht am Anfang. Ich empfehle Ihnen also nicht, in den Laden zu laufen und iPads zu kaufen, sondern sich zuerst mal zu überlegen, wie wollen wir zusammenarbeiten. Ich gebe gerne das Wort weiter. Besten Dank, Michael. Zusammenarbeit, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort für unseren nächsten kurzen Referenten. Bei Minigmind versuchen wir zu lernen. Wir versuchen eigentlich zu lernen vom Thurgau zusammen mit dem Wallis, vom Baselland zusammen mit dem Tessin. Und mit Cisco haben wir dann immer noch jemanden, der uns auch noch über die Landesgrenzen zeigen kann. Sharif ist Leiter Digitale Transformation, Gesundheit und Bildung bei Cisco Schweiz. Und er wird uns jetzt ein bisschen zeigen, was international so in der Bildungslandschaft abläuft. Bitte, Sharif. Herzlichen Dank, Alex. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzlich willkommen zu diesem interessanten Event. Wie bereits erwähnt, leite ich seit knapp 3 Jahren unsere Digitalisierungsinitiative für die Bereiche Bildungswesen und das Gesundheitswesen als Teil unserer Country Digital Acceleration Initiative für die Schweiz. Dieses Programm läuft ebenfalls in 40 weiteren Ländern. Das heißt, wir haben konkrete Referenzprojekte, auf die wir zurückgreifen können. Heute möchte ich Ihnen das Konzept eines virtuellen Klassenaustausches kurz vorstellen. Während der Corona-Krise haben wir alle hier in der Schweiz auch auf Videokonferenzen zurückgegriffen, um den Unterricht weiter aufrechtzuerhalten. Schüler, Eltern und Lehrpersonen konnten live miterleben, wie Videokonferenzen sinnvoll im Unterricht integriert werden können und ein Mehrwert generiert werden konnte. Wir sehen momentan, dass viele Schulen wieder zurückgehen zur Vorkrisenzeit. Ich persönlich finde es sehr schade. Ich denke, die gesammelte Erfahrung durch alle Beteiligten sollte genutzt werden, um zum Beispiel Videokonferenzen permanent in den Unterricht gewinnbringend zu integrieren, wie bereits in den Vorträgen vorher erwähnt. Wie könnte das aussehen? Das Konzept virtuelles Klassenaustausch sieht folgendermaßen aus. Nahezu jede Schule in der Schweiz hat eine Partnerschule im Ausland. Zu einem physischen Austausch kommt es dabei sehr, sehr selten. Und es ist auch unabhängig von der Corona-Krise. Stellen Sie sich mal kurz vor, Sie können mit Ihrer Partnerschule aus Südamerika, Australien, Asien, den USA relativ schnell und ohne viel Aufwand einen virtuellen Klassenaustausch organisieren mit Hilfe von Videokonferenzen. Stellen Sie sich einfach das Interesse Ihrer Schüler vor. Stellen Sie sich vor, Sie können mit dieser Partnerschule gemeinsam eine Projektwoche organisieren. Sie können Projektteams zusammenstellen, gemeinsam ein Thema bearbeiten und die Ergebnisse gemeinsam präsentieren. Das Interesse der Schüler wird definitiv dadurch sehr stark erhöht. Ganz nebenbei fördert man natürlich auch noch den internationalen Austausch und den kulturellen Austausch. In einer vernetzten Welt kommt man heutzutage gar nicht mehr drum herum. Ich glaube, das ist ein guter Einsatz solcher Lösungen im Schulumfeld. Wie könnte das Konzept aussehen? Hier sehen Sie ein Beispiel einer Klasse, die ausgestattet ist mit Videokonferenzgeräten. In diesem Beispiel sind es 3 Geräte. Sie sehen ein Gerät, auf dem die Lehrperson ständig visibel ist, die zugeschaltet wird. Ein weiteres Gerät, auf dem der Lehrinhalt sichtbar ist. Und ein 3. Gerät, auf dem die ganze Klasse oder eine weitere Klasse zugeschaltet wurde. Das hängt natürlich vom Anwendungsfall ab. Man kann genauso gut mit einem einzigen Gerät arbeiten. Die Frage kommt dann sehr wahrscheinlich sehr oft, lohnt sich denn dieser Aufwand für einen virtuellen Klassenaustausch? Macht das Ganze überhaupt Sinn? Und es ist eine sehr berechtigte Frage. Das Gute bei dieser Lösung ist, dass sie viele Anwendungsfälle im Bildungsumfeld hat. Zum Beispiel können Videokonferenzen eingesetzt werden, um temporär dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Gestern habe ich gelesen, dass im Kanton Zürich alleine momentan noch 500 Stellen für Lehrer unbesetzt sind für das nächste Jahr. Hier könnte Technologie Abhilfe schaffen. Dann können Videokonferenzen eingesetzt werden, um den Sprachaustausch interessanter und natürlicher zu gestalten, indem man zum Beispiel Muttersprachler in den Unterricht einlädt oder 2 Klassen aus verschiedenen Sprachregionen mithilfe von Videokonferenzen als Tandem zusammenbringt,
sodass man gegenseitig die jeweilige Sprache erlernen kann. Für Exkursionen und Experten ins Klassenzimmer kann man es ebenfalls einsetzen. Da zeige ich nachher noch ein praktisches Beispiel. Und zum Thema Lehrermangel zeige ich nachher noch mal ein Praxisbeispiel. Es kann ebenfalls eingesetzt werden für nationale, internationale Teamarbeit unter den Schülern, aber auch unter den Lehrpersonen. Weiterhin können Videokonferenzen eingesetzt werden, um das Elterngespräch durchzuführen, wenn ein physischer Austausch aus irgendeinem Grund nicht möglich ist. Und zu allerletzt können die gleiche Lösung eingesetzt werden für Lehrpersonen, damit sie sich auf nationaler Ebene austauschen können oder um an Fortbildung teilzunehmen. Ich möchte ein Beispiel aus der Praxis zeigen. Dieses Beispiel kommt aus Uruguay und hier wurde Videokonferenzen eingesetzt, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken. 2011 hat Uruguay entschieden, Englisch als eine Zweitsprache einzuführen. Das Problem, das sie hatten nicht genug englischsprachige Lehrer im Land. Wir haben dann mit ihnen ein Konzept ausgearbeitet, eine technische Lösung ausgearbeitet, bei dem 1300 Schulen mit Videokonferenzgeräten ausgestattet wurden und natürlich schnell im Internet. Und so konnten Lehrpersonen aus den Nachbarländern zugeschaltet werden und der Bedarf für den Englischunterricht für mehr als 80.000 Schüler abgedeckt werden. Das Projekt läuft erfolgreich seit 2016. Wir hatten geplant, 2020 das Projekt hier in der Konferenz vorzustellen. Die Projektmanagerin hat sich riesig gefreut. Corona hatte leider etwas dagegen. Ihr Statement an mich, ganz relativ kurz, die Schüler sprechen Englisch und das spricht für den Erfolg dieser Lösung. Hier sehen Sie ein paar Beispielbilder, wie es aussieht. Die Lehrperson ist per Video zugeschaltet. Im Klassenzimmer befindet sich eine Begleitperson, die den Unterricht unterstützt. Und so kann der Unterricht nahezu normal durchgeführt werden. Das zweite Thema, wo ich ein Beispiel aus der Praxis zeigen möchte, ist die Einladung von Experten ins Klassenzimmer. Stellen Sie sich vor, in der Primarschule haben Sie die Möglichkeit, sich mit einem Astronauten auszutauschen, mit einer Zoodirektorin, einer Pilotin oder eines Facharztes. Das Interesse können Sie sich wahrscheinlich sehr gut vorstellen. Und in der Tat bietet die NASA genau diesen Service an. Sie können mit Hilfe von Videokonferenzen einen Astronauten ins Klassenzimmer schalten und so einen Austausch mit den Schülern ermöglichen. Wir haben dieses Projekt Anfang Mai dieses Jahres umgesetzt mit der berühmten Band Coldplay. Coldplay ist eine international erfolgreiche Band, bereits mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Der Leadsänger hier im Bild, Chris Martin, hat sich bereit erklärt, einen Austausch mit Schülern in verschiedenen Regionen, verschiedenen Ländern durchzuführen. Und dazu haben wir Videokonferenzen eingesetzt. Das Video möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich glaube, das wird den ganzen Vortrag kurz zusammenfassen. Most of you are in what I would describe as the most difficult years of your life, as far as I can tell. Oh yeah, okay, great, how are you doing? Do you have a question? What age did you start playing music? I was 11, actually. And we had a teacher at my school, he encouraged me to try and write a piece of music. In my dream planet, teachers are respected like pop stars, and no tax money is spent on arms. What do you want to do, Dennis? I think about becoming like a country singer. That's like my main dream. Realistically, I kind of want to become something in the medical field. That's amazing, but that's no more or less realistic than being a musician. I'm real and I'm right here. Do any of you write songs? Is this you? Yellow. Look at the stars. Look how they shine for you.
Francisco, talking to students and teachers from all around the world. I want to say thank you to all of you for being inspiring and wonderful. Thank you for all you do. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem kurzen Vortrag aufzeigen, wie Videokonferenzen sinnvoll im Bildungswesen eingesetzt werden können. Falls Sie Fragen haben, Anregungen haben oder sogar Ideen für ein gemeinsames Pilotprojekt, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen weiterhin noch ein sehr interessantes Event. Damit zu dir, Alex. Vielen Dank. Danke, Sharif. Das war jetzt der internationale Einblick. Und nun möchten wir noch etwas mehr zur Praxis hören. Lynn Strebens ist Unternehmensleiterin Academia Education, größte Privatschule in der Schweiz. Mich hat beeindruckt, wie schnell das ihr als Corona so richtig gestartet ist, umgestellt habt. Mich würde es nun interessieren, was sind die Erfahrungen so nach einem Jahr, wenn die Lehrer da Online-Schulungen machen müssen? Danke. Guten Morgen allerseits. Jetzt probiere ich auch, die Präsentation hochzuladen. Voilà. Und jetzt auf, hier ist, voilà. Also wie gesagt, mein Name ist Lynn Strebel, wie man hört. Ich komme aus New York City und sicher daher meine Faszination mit Sprachen und verschiedenen Kulturen und bin in die Aus- und Weiterbildungsbranche seit 30 Jahren hier in der Schweiz. Also ich werde ganz fliegen über die Wer sind wir, so dass wir könnten gleich zu der Praxis umsetzen, was wir erlebt haben in dieser Zeit als Schulen und vor allem im Blick auf die Integrationsgruppe, weil ich leite jetzt genau diesen Teil Academia Languages, Academia Global und Academia Integration, eigentlich Global von Andreas Fuldini. Und das ist ein kleiner Einblick in unsere verschiedenen Schulen, in die gesamte Academia Group. Und da sind wir mit Academia Languages and Integration, wo wir Kurse stattfinden bei uns in der Schweiz. Und Academia Integration sind genau, wie man das hört, das ist jetzt Integrieren in der Schweiz über Deutschkurse, Alphabetisierung, Mathe und Computer. Und ich werde ein Beispiel anhand von die Kurse, die wir erlebt haben, über Integration diskutieren. Und wir haben auch der Teil Academia Languages, wo wir mehrheitlich Firmen sind, wo wir Lehrpersonenprogramme dort unterrichten oder in unseren Schulen überall in der Schweiz Gruppenkurse vor Ort oder Privatunterricht haben. Und das ist global, das ist mehr mit den Relocation Providers, dass wir auch Partner im Ausland auch organisieren, auch wenn wir hier in der Schweiz betreuen, dass wir auch ein Partner im Ausland für die Großfirmen. So, Lockdown kam. Und unsere erste Devise war, der Unterricht geht weiter, weil nichts ist wichtiger als die Kontinuität des Lernens. So, das war unsere Devise. Und nur zu sehen, unsere Kunden sind primär B2B, so aus dem Firmenbereich, oder B2G, so mehr von Sozialdienste, sind unsere Kundenbranche. Und man sieht, im Januar 2020, wir haben 1700 Kurse. Und dann kam der Lockdown und viele Firmen und haben Kurse abgesagt und gestoppt. Das war eigentlich unser erster. Im Februar haben wir realisiert, was kommt. Und im März dann war die effektive Lockdown. Und wir haben innerhalb diesen drei Monate wirklich 700 Kurse verloren in dieser Zeit. Und wir wollten wirklich kämpfen, dass alles, was weitergeht, vor allem für die Integrationskurse, dass es weitergeht. Und heute sind wir langsam am Wiederaufbau. Das hat für unsere Firmen auch natürlich, ich musste einige Standorte schließen. Und dadurch haben wir reduziert im Personal und Lehrerteams. Aber wir führen heute über 500 Lehrpersonen und 66 Mitarbeiter in die Schweiz. So, das Hauptthema ist wirklich jetzt der Covid-Effekt. Wie hat das auf uns gewirkt? Und weil wir waren wirklich seit 20 Jahren, probieren wir echt Leute online zu bringen. Und es gab immer Resistenz von Lehrpersonen, von Lernenden, so nur mit wenig Erfolg. Und dann plötzlich, als das passiert, waren Lehrpersonen sehr gewillt zu lernen und zu unterrichten online. Und die erste Frage war, wie können wir mit unserem System, mit welchen Technologien
Wir haben alles ausprobiert und am Schluss für Lehrpersonen alle haben wir mehrheitlich die Kurse dann auf Zoom eingerichtet, das könnte gut passen mit unserem Kursverwaltungssystem. Der Lockdown hat natürlich, das ist die technische Seite und im Prinzip, obwohl wir haben gedacht, dass das die größte Herausforderung, aber schlussendlich war die größte Herausforderung, die Leute zu motivieren und weil die Lehrpersonen haben Angst, in die Klassenzimmer zu unterrichten, werden sie ihre Verdienst verlieren. Von Kunden, Firmen und Gemeinde und Sozialdienste war wirklich vieles gestoppt und nicht weiter. Und wir wollten wirklich die Kunden, die wir haben, dass die nichts verlieren. Und somit haben wir als erst bei den Integrationskurse haben wir die im ersten Blick im Fernunterricht, weil genau dieses Publikum Integration, die haben keine Laptops, die haben kaum alle ein Handy. Und wir haben probiert mit dem traditionellen Fernunterricht, wo man das per Post, wir haben am Wochenende alle Lehrer zusammen, haben wir Unterlagen ausgedruckt, geschickt per Post, wie man so kennt vom Fernunterricht. Und wir haben das 2-3 Wochen gemacht und realisiert, wie schnell die Motivation der Teilnehmer geht runter mit das. Und wir müssen die Leute online bringen, wie auch beim Sprachen, bei den Languages teilweise, alle waren wirklich online. So, wir waren gewillt, so schnell wie möglich die Leute anzubringen und es braucht wirklich diesen Tools, sodass sie das können. Klar, und wir haben natürlich auch Schulen, wie alle Schulen in der Schweiz, wir waren Lockdown und dann wieder vor Ort und dann im Oktober wieder nochmals zurück aus und so. Wir waren so froh, dass wir haben wirklich in April, wir haben erst die Hälfte online bringen können, Integration. Und dann aus der Lockdown, als die wieder zurückkam, haben wir als erstes geschaut, dass jeder IKT-Training gehabt hätte. Und wir waren wirklich gewappnet für die nächstes Mal, wo wir wirklich dann wieder online alle unterrichten mussten. Ich glaube, wichtig ist, gewisse Themen, zum Beispiel Alpha-Kurse, die haben wir immer weiterhin vor Ort führen müssen. Genau solche Publikum kann nicht einmal mit einem Bleistift schreiben. So alle technischen Fragen war wirklich zu viel für das Publikum und das war enorm wichtig, dass die Lehrpersonen, dass wir könnten die betreuen vor Ort und trotzdem haben wir wirklich alle Integrationsleute online bringen können, außerhalb der Alphabetisierung und Computerunterricht natürlich. Das haben wir immer vor Ort unterrichten können seit dem Oktober. Und die Paradigmenwechsel für uns war, weil es ist tief in all unser Glauben, dass es für Integration, es war wichtig, dass wir die Personen vor uns haben, dass wir können die Sprache, die Kultur so vermitteln, ist über Menschen. Und wie können wir das über den Bildschirm? Und zu uns Erstaunen könnte man vieles machen, weil auch mit der Technologie kann man mit Videos arbeiten. Jeder kann etwas von zu Hause mit zeigen. Diesen Kontakt könnte man viel besser pflegen online als im Fernunterricht oder übers Telefon. Und das hat die Leute auch zusammengebracht. Natürlich, unser Erfolg ist dadurch, dass wir haben wirklich für jede Integrationsschule der Teilnehmer haben wir den Laptop organisiert. Wir haben immer wieder von der gesamten Firma Akademie haben wir Laptops überall geholt und neu gekauft, so, weil für jede Anmeldung, dass wir schauen, dass die Person entweder ein Handy oder ein Laptop oder ein Computer zu Hause hätte, dass wir die sorgen können. Sonst hätte das natürlich nicht funktionieren können. Das war auch teilweise viele in Integrationsteilnehmer hatten kein Wi-Fi, so wir haben auch Abos organisiert über ein Stick, dass sie könnten jetzt dann auch online lernen. Und das war wirklich ein Erfolgserlebnis für uns zu sehen, wie glücklich die Leute und wie oft die Gruppen sind viel besser motiviert zu kommen, wenn sie das können. Und ein großer Vorteil war auch durch diese Muss, haben all diesen Teilnehmer viel schneller ICT und IKT-Themen
könnte aufnehmen und üben und gleich mit allen Computer-Themen. Das war oft ein großer Teil der Unterricht am Anfang, das zu unterrichten über den Bildschirm. Es ist natürlich, als wir zurückkamen jetzt für Integration im Mai, viele wollten trotzdem jetzt online bleiben. Und trotzdem haben wir die Leute so zurückgebracht, so weit wie möglich. Und wir haben gesagt, okay, wir lassen Mathe jetzt online, weil Mathe kann man wirklich sehr gut online unterrichten. Sprachen und Kulturthemen natürlich sind ideal in der Klasse. Aber trotzdem haben wir weiterhin Herausforderungen, weil mit Maske in die Klasse für Sprachenunterricht ist natürlich ein Challenge für alle. Und wir merken auch einen großen Teil, und das ist, ich glaube, für die Lehrpersonen, der große Teil für die Lehrpersonen durch diese Pandemiezeit, die Isolation aller Menschen in dieser Zeit in den Klassenzimmer online, haben wir die Leute begrüßen können, wir haben Leute verbinden können. Und ich glaube, das war eigentlich unser größtes Ereignis, das wir könnten organisieren, diese Verbindung zu Menschen. Und wir merken jetzt, als die Pandemie jetzt kommt langsam zu einem Ende, dass wir sehen auch die Konflikte und die Spannung zwischen Leuten. Und das ist für die Lehrperson die weitere Challenge, die Leute jetzt zu beruhigen durch diese Zeit. Alles, was wir wissen nicht, wie alles jetzt kommt. Aber ich muss sagen, die Teilnehmer jetzt sind sogar mehr motiviert zu lernen, mehr engagiert als je zuvor. Und so, wir haben eigentlich dadurch viel gelernt durch diese Pandemie und wie wichtig das Lernen ist, wie wichtig das Zusammenkommen ist. Am Schluss war das wirklich obwohl man hat gemeint, das ist die Ende für Schulen, wie wir jetzt wissen, es ist eine Bereicherung vom Unterrichten. So die Key Learnings am Schluss sind wirklich, dass die Kontinuität, haben wir gelernt, ist enorm wichtig. Sonst verliert man, muss man wieder von vorne anfangen. Dass wir als Administrationsteams vor Ort enorm, enorm Aufwand hatten, einfach die Organisation von Notebooks, die technische Einführung. Wir haben Leute angerufen in stundenweise, dass die könnten wirklich die technischen Dinge schnell machen oder Probleme haben. Dass die technische Unterstützung von Lernen ist es so wichtig. Und die auch, wie vorher erwähnt von Frido, dass wir die Schulung von Lehrpersonen war auch, weil das ist eine neue Art zu unterrichten, neue Methoden, die am besten funktionieren. Und wir haben etliche Schulungen gemacht, tausende von Stunden Schulungen gemacht für unsere Lehrpersonen in dieser Zeit. Und das ist, was uns, wir haben wirklich in die ersten, wir haben 300 Kurse innerhalb einer Woche aufgestellt online. Und dann haben wir alle online gehabt innerhalb 4 bis 6 Wochen. Aber dadurch haben wir sicher 30 Lehrertrainings, wie man online und wie man überhaupt in diesen Tools arbeiten kann, sei es WebEx, Zoom, was immer es war, sehr viele Trainings geleistet. Und das hat zu unserem Erfolg, denke ich, dass wir könnten die Sicherheit geben an die Lehrpersonen und an die Teilnehmer mit digital zu lernen. Und natürlich ist am Schluss, wie geht es weiter? Wir bauen genau diesen Fähigkeiten jetzt aus. Wir arbeiten auch zusammen mit Cisco an einem Projekt für Konferenzunterricht, dass wir könnten in diesem Bereich besser einstellen. Und die hybride Kombinationen, so Mathe online und Sprache und IKT vor Ort. Auch in der Languages-Bereich, dass wir einen Flex-Time-Kurs online zusammen mit LMS viel besser jetzt zu Erfolg kommen. Aber der große Gewinn, finde ich, ist, wir haben realisiert, wie wichtig Schulung ist, wie wichtig das Lernen ist, die Engagement von Teilnehmenden und Lehrpersonen und schlussendlich, dass wir, ist die Verbindung von Menschen das Wichtigste von allem in unserem Leben. So, trotz alle Digitalisieren, das Wichtigste war die der Human zu sein, so stay human. Und das haben wir wirklich könnte anbieten an unsere Teilnehmer innerhalb unserer Lehrerteams. Es hat uns echt zusammengeschweißt. Wir haben so viel voneinander gelernt. Und das war wirklich eine
eine positive Zeit am Schluss. So, danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Lynn. Da kam eine Aussage von Uli Zürcho, spricht Frau Strebel wirklich von Schulen in der Schweiz? Und ich glaube, da haben wir natürlich das Optimalszenario gehört. Ihr seid eine Privatschule, ihr habt auch eine Geschäftsleitung, die innovativ ist. Wir haben sofort reagiert. Ich habe Schulen erlebt, da hat man eigentlich in der Praxis Dinge umgesetzt, die von der Schulleitung noch verboten waren. Ich habe Schulen erlebt, da bekam man von verschiedenen Genossenschaften im Sekundentakt verschiedene Anweisungen. Da gibt es sicher verschiedene Punkte. Ich möchte jetzt noch zwei, drei Fragen zusammenfassen, die reingekommen sind. Wir haben schon nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht an Frido. Was bleibt uns nach Corona? Wir haben jetzt gehört, wir möchten zurück ins Schulzimmer und trotzdem möchten wir eigentlich nicht diese ganzen digitalen Errungenschaften missen. Was meinst du? Ich glaube tatsächlich, dass einiges aus der Pandemiezeit bleiben wird an den Schulen. Es hat wirklich einen digitalen Schub gegeben. Das ist an ganz vielen Orten so. Da vor allem auch bei Lehrpersonen, die noch Skeptiker waren, Skeptikerinnen, die haben in den letzten Monaten gesehen, dass es auch so geht. Und ich glaube, damit hat die Digitalisierung an vielen Schulen einiges vorwärts gebracht. Es wurden auch neue Methoden ausprobiert, die sich bewährt haben. Und eine Frage war, die kann ich vielleicht gerade noch mitnehmen aus dem Chat, war ja auch Unterschiede Primarschule, Sekundarstufe. Die gibt es ganz sicher in der Anwendung. Da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, tendenziell auch an Primarschulen eher Einsatz von Geräten, Tablets etc., wohingegen an den Sekundarschulen, denen auch eben die Tastaturen wichtig sind und mehr Convertibles oder Laptops zum Einsatz kommen, aber auch methodisch gibt es da natürlich schon Unterschiede. Deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, die Einsätze wirklich gut zu planen und mit den Lehrpersonen die entsprechenden Weiterbildungen zu tätigen. An der Primarschule, denke ich, auch dosiert den Einsatz. Ich finde nach wie vor eben diese Beziehung, die ganz viel ausmacht, was auch Michaelina mal gesagt hat, die Kooperation, das Menschliche, die Lehrperson, die steht im Zentrum und die IT unterstützt dies dort, wo es sinnvoll ist. Und sinnvoll ist es, wie in meinem Referat zu geben, ich das auch antönen wollte, auch wenn man eben den Unterricht differenzieren kann auf die verschiedensten Bedürfnisse, die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler reagieren kann. Vielleicht das so in Kürze. Besten Dank. Michael, was sind Erwartungen an die Gemeinde? Kannst du das aus Sicht Swisscom technisch, weil jeder Kanton macht das ein bisschen anders, hast du Wünsche von deiner Seite? Wir hören dich noch nicht, Michael. Ich weiß nicht, ob er rausgefallen ist. Sonst möchte ich eine Frage an Sharif weitergeben. Wieso sind andere Länder weiter? Entschuldigung, jetzt ist es, glaube ich, wieder gut. Hörst du mich? Michael? Wie möchtest du vorgehen? Soll ich antworten oder möchtest du die Frage zuerst? Also, wenn ihr mich wieder hört, sehr schön. Die Gemeinden sind ja in den meisten Kantonen, nicht in allen, aber in den meisten Kantonen sind es die, die die Kosten auch tragen für die gesamte Infrastruktur in den Schulen. Also müssen sie eigentlich entscheiden, welche Infrastruktur das angeschafft wird und welche nicht. Es gibt andere Kantone, wo sich die Erziehungsdirektionen daran beteiligen. Ganz wenige Kantone oder Stadtgemeinden einer gewissen Größe, die dann die ganzen Kosten tragen. Hier nochmals, wenn man von Digitalisierung spricht im Schulumfeld, dann nicht nur von ICT oder von Infrastruktur sprechen, sondern eben auch von Weiterbildung, von den entsprechenden Umgebungskomponenten, die es eben auch braucht. Gemeinden sollten versuchen, einen möglichst ganzheitlichen Approach zu fahren, also nicht nur an die Schule zu denken, sondern die Schulinfrastruktur auch bestmöglich in die Gemeindeinfrastruktur einzubinden, weil
es halt einfach auch sehr viele Schnittstellen gibt zu der Gemeinde. Das geht zum Beispiel um die Telefonielösung, das geht aber auch um die Netzwerklösung, es geht um die Datenhaltung und so weiter. Also wenn man hier versucht, einen ganzheitlicheren Approach zu fahren, einen übergreifenden Ansatz über die gesamten ICT-Bedürfnisse einer Gemeinde und dort drin eben auch die speziellen Bedürfnisse einer Schule, glaube ich, hat man gewonnen. Besten Dank. Wenn ich jetzt so, die sind noch einige Fragen reingekommen, da wird die Zeit nicht mehr reichen, alle zu diskutieren und zu beantworten. Alexander, jetzt hört man dich nicht. Okay. Doch, wir hören dich. Ja. Überall kommt eigentlich die Frage, sei es Tiere in der Klasse zu erleben, sei es, wenn ich rausgehe und den Baum spüre. Scharif, gibt es Erkenntnisse aus dem Ausland, die zum Teil schon ein bisschen weiter sind, wie diese Mischung gelingt? Weil ich glaube, diese Erlebnisse, die werden ja eigentlich nicht verschwinden, die muss ich weiterhin haben. Gibt es da eigentlich schon Erkenntnisse? In diesem Fall schließt das eine das andere ja nicht aus. Man kann ja beides machen. Man kann den Tierwirt zum Beispiel in die Klasse bringen mit den kleinen Tieren. Man kann dennoch versuchen, einen Austausch zum Beispiel mit dem Zoo in New York über Videokonferenzen durchzuführen oder mit einem Astronauten. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich selber habe zwei kleine Töchter in der Primarschule. Der physische Austausch ist definitiv vorzuziehen, wenn die Möglichkeit besteht. In der Schweiz, wir haben mehr als 10.000 Schulen. Ich glaube, nicht jede Schule wird einen Klassenaustausch organisieren und eine Partnerschule aus einem anderen Land einfliegen. Da gibt es die Möglichkeit nicht. Für diese Schulen bietet sich natürlich die technische Lösung an und würde das Ganze nochmal komplementieren. Also es soll nicht ersetzen, sondern das Ganze komplementieren. Danke dir. Lynn, habe ich das richtig verstanden? Ja. Eine Errungenschaft, die wir eigentlich jetzt durch Covid haben, ist, dass die Selbstsicherheit der Lehrer im Umgang mit digitalen Medien gestiegen ist. Oder sehe ich das falsch? Ja, absolut. Wir haben, es war ein Durchbruch einer Wand, der schon lange da war, dass die Lehrpersonen offen sind und auch genießen. Es gibt jetzt Lehrpersonen, die wollen nur online unterrichten von jetzt an. Wirklich ein Wechsel. Jetzt, wir nehmen die Fragen, die ihr uns da gestellt habt, die nehmen wir auf, wir das Thema sicher wieder bringen. Dann wirklich bezogen auf diesen Fragen. Wir hoffen ja, dass relativ schnell jetzt dann dieses Physische wieder startet. Und da wird es dann spannend sein, wie werden diese Errungenschaften von Corona auf der einen Seite genützt und doch wieder physisch die Schule durchgeführt. Wenn ich auf die Zeit schaue, es geht langsam zu Ende. Ich möchte euch noch sagen, was das nächste Mal kommt. Wir haben vor ein paar Wochen haben wir alle Gemeinden angeschrieben zum Thema Online, Gemeinde bei der Digitalisierung. Wir haben über 460 Gemeinden haben uns Antworten dazu gegeben. Wir sind das momentan am Auswerten. Wir werden es auf der einen Seite am 10. Juni an der Swiss Public Smart vor der Generalversammlung des Schweizerischen Gemeindeverbands werden wir es präsentieren und machen dann am 29. Juni ein Minigmind Live, wo wir eigentlich Ergebnisse aus dieser Gemeindebefragung präsentieren möchten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Besten Dank fürs Zuschauen. Besten Dank den Referenten. War sehr spannend. Bleibt gesund, bis bald und ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank.